jeder, der in der Take Me Out Sendung uns bewertet als oberflächlich, ihr wart oberflächlich oder was auch immer, jeder andere ist genau so. 90% der Leute, die dorthin gehen, oder 100%, die dorthin gehen, schauen natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu Querformat. Erstmal wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr hier bei uns bei der ersten Ausgabe in diesem neuen Jahr 2021. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes Jahr. Und heute haben wir zwei Gesprächspartner. Das erste Mal bei Querformat, dass ich mit zwei Leuten sprechen darf. Könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ja, also ich bin Chris, bin 30 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Leipzig und ja, das war's. Ich bin Matthias, ich bin 32 Jahre alt und komme nicht aus Leipzig. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Erzgebirge und bin Single. Ich auch. Und da wären wir jetzt schon wieder beim Thema. Und wir sprechen nämlich heute über die neue Dating-Show Take Me Out, Boys, Boys, Boys. Jetzt ist ja was ganz Ulkiges oder was ganz Besonderes. Wenn man über Take Me Out spricht oder über einen Kandidaten, dann hätte man ja normalerweise einen Kandidaten hier und würde mit denen sprechen. Jetzt habe ich aber zwei hier, die auch im Take Me Out Studio waren. Jetzt natürlich die große Frage, habt ihr euch dort das erste Mal kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher und habt gesagt, wir bewerben uns dort zusammen? Wie war das? Wie war das? Okay, ich erzähl's in Kurzfassung. Wir haben Zeit. Matthias war schon da abends draußen an der Bar im Hotel auf dem Freisitz und ich kam dann, es war dunkel schon, es war schon nachts 22 Uhr, es war ja im Sommer. Und auf einmal hörte ich nur, wie Matthias rief, ah, hi Chris, du auch hier? Ich geguckt und mir gedacht, oh Gott, den willst du nicht sehen. Typisch, jeder kennt's, man hat mal über Gay Romeo geschrieben, hat mal kurz Smalltalk, hat einfach nicht gepasst vom Smalltalk her für uns beide und dann siehst du ihn. Matthias war positiv mir gegenüber eingestellt. Ich dachte mir, oh nee. Oh. Und dann haben wir abends gebabbelt und ja, war auch noch so ein bisschen leichte Distanz zwischen uns. Und am nächsten Morgen hat's gekommen. Aber dann haben wir zusammengehalten, ja, weil die zwei Ossis da waren, zwei Leitscher. Und dann haben wir. Und dann am nächsten Tag, wie siamesische Zwillinge. Aber was man halt auch sagen muss, was halt ja viele in unserem Freundeskreis oder von unserer Community, von unserer Instagram-Community denken ja auch alle, wir sind zusammen. Wir sind zusammen und das müssen wir immer noch mal sagen. Das ist die nächste Frage. Ah, okay, das war nice. Warte, weg. Sorry. Weg. Okay. Tschüss. Was war denn eure Intention, da überhaupt mitzumachen? Also meine Intuition dazu war gar keine, denn ich wurde tatsächlich angefragt über Instagram. Aha. Mich hat man gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe da nie dran gedacht, an irgendeinem Format teilzunehmen. Warum auch? Und fand das aber ganz witzig, die Idee tatsächlich. Und habe mich dann darauf eingelassen, habe trotzdem den ganzen Casting-Prozess halt mitgemacht. Und ja, fand das dann wirklich eigentlich ganz gut. Außerdem ist es gerade in meinen Urlaub gefallen. Also dann dachte ich mir so, klar, machst du das mal, ne? Bei mir war es völlig anders. Bei mir haben meine Freunde haben mir geschrieben, Mensch, hier, wir haben einen Zeitungsbericht gelesen, bei Tag 24 damals. Ja, hier, Take Me Out sucht jetzt für seine Boy Edition Jungs und komm, mach doch mit, du guckst so gerne Take Me Out, du bist Single. Ich sage, boah, Take Me Out ist eigentlich cool, weil ich das echt immer, ich gucke das immer mit den Mädels, fand das immer total lustig. Und dann habe ich mich beworben und dann ging es los. Habt ihr wirklich daran gedacht, dort eure große Liebe zu finden? Oder war das einfach nur so just for fun? Just for fun. Also bei mir war es wirklich just for fun. Ja, bei mir war es so ein bisschen beides. Also, um Gottes Willen, man würde lügen, man sagen würde, man geht dorthin und sagt, man ist sich sicher, dass was. Ich glaube, das kommt eher so aus der Spontanität heraus, dass du dann dort bist oder immer sagst, oh cool, jetzt hast du ja jemanden und hast nicht gebossert, hast nicht gedrückt und hast dann ein Date. Aber es ist eigentlich hauptsächlich just for fun, muss man halt wirklich so sagen. Wie ist es denn dort so hinter den Kulissen? Also das sind da jetzt 30 Single-Männer, wo ich glaube, dass man trotzdem auch den einen oder anderen attraktiv findet. Wie ist denn da so der Konkurrenzkampf, auch untereinander? Gab es wirklich Konkurrenzkampf? Fand ich persönlich, gab es nicht so wirklich. Ich hab mich wirklich auch vorher gefragt, okay, wie wird es sein? So viele Schwule auf einen Haufen, weder Chris noch ich sind selber irgendwie so in der Community mit drin, dass man sagt, oh, man hat ganz, ganz viele Schwule schon und man kennt das auf einen Haufen. Wir haben uns tatsächlich alle sehr, sehr gut verstanden. Es gab keinen Konkurrenzkampf, wo man jetzt irgendwie so gesagt hat, so,
ja, ich will den oder ich will den oder sonstiges. Also, nee, könnte man tatsächlich nicht so sagen. Also bei 30 Jungs also hatten wir beide das Erlebnis, wenn man jemanden gesehen hat und gesagt hat, Mensch, der ist hübsch und so, aber das hat sich dann auch einfach nicht entwickelt, weil man dann einfach sagt, okay, man ist Freunde geworden. Hä? Also wir haben ja mit allen oder mit vielen, sag ich mal, ein relativ gutes Verhältnis aufgebaut, wir beide. Aber da kam das dann irgendwie gar nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist er mit dem, man will den jetzt haben oder ja, also eigentlich nicht. Hä? Jetzt lief mir die erste Sendung schon. Was habt ihr da denn erlebt? Gestern Abend lief sie. Gestern Abend lief sie. Oh, wir haben viel erlebt. Wir waren tatsächlich 4 Tage lang da, fast 4 Tage lang. Donnerstagabend kam ich an und da ging das schon. Also wir haben uns dann alle runtergesetzt auf diesen Preisesitz halt vom Hotel. Ja. Und natürlich alles Corona-konform, ist klar. Und wir hatten aber auch alle wirklich einen aktuellen Test. Wir mussten das, also da waren die wirklich sehr, sehr dahinter. Das sind auch so Erlebnisse gewesen, was dieses Jahr halt wirklich einfach mit dabei sein musste. Aber ansonsten habe ich nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, halt die Jungs kennengelernt. Wir haben getrunken, wir haben Witze gemacht, wir haben Flaschendrehen gespielt, genau. Es haben Leute gestrippt, okay, vielleicht war es ich, nee, das war es vielleicht doch nicht. Irgendjemand hat getwirkt, okay, das war es vielleicht auch. Aber es war wirklich unheimlich witzig. Dann kam der erste Probetag, der Freitag, und das war, das war Larifari, fand ich. Das. Ja, aber man muss sagen, der Probetag war, wir mussten dorthin die Treppe üben. Die Treppe, wo wir alle runterkommen. Und die haben uns klipp und klar gesagt, passt auf, die Treppe wird nur einmal aufgezeichnet. Sprich, wenn ihr das erste Mal die Treppe runterkommt, müsst ihr gerade laufen, ihr dürft nicht stolpern, ihr dürft nicht fallen. Sollte das passieren, kommt's mit im Fernsehen. Und da haben wir natürlich alle die Treppe hoch, runter. Ich weiß nicht, wie oft wir die Treppe hoch und runter gegangen sind, gefühlt 100 Mal. Immer wieder probiert, wie sehe ich aus, sehe ich scheiße aus, passt mein Körper, bin ich schief, bin ich Gollum, es war wirklich, ja, es war, ja. Ist das denn alles gescriptet oder ist das wirklich alles so real passiert, wie es dort zu sehen war? Also, das Ding ist ja, das konnten wir ja selber kaum fassen, wir kamen das im Hotel an und natürlich abends sitzen wir dann zusammen und dann habe ich dann gesagt, oh, Matze, wo sind denn die anderen Jungs? So, wir sind fest davon ausgegangen, dass die Jungs, die aus dem Fahrstuhl kommen, also aus dem Aufzug, dass die im Hotel sind. Und die waren nicht da, ne? Die waren nicht im Hotel. Es war wirklich von Take Me Out so getrennt. Selbst die Backstage-Bereiche waren getrennt. Dann, wo die Jungs ankamen, die kommen ja auch mit dem Bus, wurden die dorthin gebracht in das Studio. Sind Zäune aufgebaut mit Plan, damit du die nicht siehst, damit du nicht eine Millisekunde einen Mann sehen könntest. Also ihr habt die wirklich erst dann gesehen, als sie denn da runtergekommen sind? Überraschungseffekt. Das haben die uns auch erklärt, die wollen, weil wir dann gesagt haben, Mensch, warum dürfen wir denn die Jungs nicht sehen? Da sagten die, Mensch, Chris, ist doch logisch. Die Zuschauer wollen eure Gesichter sehen, wenn der aus dem Aufzug runterfährt und rauskommt. Und es war ja dann auch so, das hatten wir ja gestern gesehen, alle unsere Köpfe nach vorne. Auf jeden Fall. Ja. Wie sollte euer Partner sein? Und wie stellt ihr euch ein romantisches Date oder einen romantischen Abend mit ihm vor? Also romantisch, also ich bin jetzt nicht so der romantische Typ. Ein toller Abend ist mit jemandem, den ich unheimlich gerne mag und man ist auf der Couch zusammen und bestellt sich irgendwie Essen und guckt einen tollen Film und hat dann noch tollen Sex. Natürlich Traumtyp, Liam Hemsworth, ja, wunderbar, komm ran. Aber der Typ soll einfach cool sein, mit dem soll man Spaß haben. Lachen ist für mich unheimlich witzig. Es ist ja so, Julian, du, wir sind ja nun mal ein bisschen älter und wir denken ja dann schon ein bisschen weiter an Zukunft. Wo geht's hin? Man will mal ein Kind vielleicht haben, eine Familie haben, vielleicht ein Haus bauen. Dieses typische, der typische rote Faden, der durchs Leben laufen soll. Und wir gucken da, also ich gucke da jetzt nicht so. Klar, das Aussehen ist es. Das haben wir auch schon gesagt. Das Wichtigste ist doch, jeder, der in der Take Me Out-Sendung uns bewertet als oberflächlich, ihr wart oberflächlich oder was auch immer. Jeder andere ist genau so. 90% der Leute, die dorthin gehen oder 100%, die dorthin gehen, schau natürlich, es ist ja normal, wenn da jemand runterkommt und sagt, oh nee, boah, der hat übelste Tattoos im Gesicht. Raus. Du hast es ja gestern gesehen mit dem Tim, der runterkam, mit dem Dackel, der kam runter. Eigentlich ein gut aussehender Mann. Es haben manche Sachen halt nicht gepasst, wo ich mir dann im Nachhinein denke, und alle haben gedrückt. Alle haben gedrückt, da hast du gedacht, was? Also im Nachhinein so, Mensch, warum hab ich nicht einfach die Lampe angelassen? Weil ich mir dachte, er ist ja eigentlich cool, aber da hat dann, weil er die Hunde hatte und das und dies und da hat vielleicht das nicht gepasst mit dem Halloween und ja, und das sind halt so, und man darf nicht vergessen, es ist immer die Kamera an und du bist natürlich immer aufgeregt und denkst dir, oh, ich muss vielleicht doch drücken, der gefällt mir nicht, und drauf gedrückt und am Ende ärgerst du dich.
So, wir kommen jetzt zu unseren 6 Fragen. Und da habe ich mal was Kleines vorbereitet. Und zwar Ja-Nein-Karten. Ja, da würde ich einfach mal eine geben. Also jeweils Ja und Nein. Und Ja und Nein. Und hier haben wir unsere tollen Behälter mit den Fragen. Das sind insgesamt 24 Fragen. Und wir ziehen daraus 6. Also ich ziehe daraus 6. Das ist immer eine Frage. Und da wird mir auch nur ein Wort als Frage formuliert. Und ihr müsst dann sagen Ja, Nein. Und wenn ich gemein bin, dann hake ich natürlich nochmal nach. Okay. So, dann mischen wir mal. So, da habe ich das erste. Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Oh. Oder Bottom. Fast. Sex vorm Spiegel. Das heißt, wieso nicht? Du würdest gerne oder hattest schon? Beides. Oh, okay. Ich hatte es noch nicht vom Spiegel. Aber du hast noch nicht abgeneigt. Nö. Okay, dann machen wir Folge 2. Rollenspiele. Ich kann nur anders tun. Interessant. Das zeigt, dass wir nicht zusammenpassen. Das haben wir auch den Beweis. Selber schon mal welche gehabt, oder? Ja. Okay. Mhm. Möchtest du näher ins Detail gehen? Nein. Auf gar keinen Fall. Okay. Und für dich wäre das nichts? Für mich ist das nichts. Ich glaube, ich habe sowieso schon guten Sex. Ich brauche dafür keine Rollen. Okay, ja, gutes Argument. Gutes Argument. Okay, Frage 3. Das heißt es nicht. Oh, das ist halt Fesselspiele. Okay, beide gleich. Nein, brauchen wir nichts weiter zu sagen. Ich will mitmachen. Die vierte. Kommen noch sexuelle Fragen. Ja, jetzt noch einer. Schlimm, oder? Oh, dieses Publikum. Das ist was Niveauvolles. Sex im Auto. Ob wir es schon hatten oder... Hatten oder wünschen oder... Ich frag gleich nach. Also wenn du jetzt Ja oder Nein machst. Ich hab die zweite Frage schon die gleiche. Vielleicht solltet ihr euch das nochmal überlegen. Nein. Ja, nein. Also Wunsch, Traum gehabt? Ja, gehabt. Du? Gegenfrage, wieso nicht? Das stimmt. So gehabt natürlich. Ja. So, vorletzte. Ich mische nochmal. Ja, mische mal, mische mal, damit also, was Intellektuelles kommt. Politikwissenschaften. Nein, ah, Spaß, ja. Spaß, Spaß, Spaß. Ja. Stehst du auf Ältere? Was hieß denn Ältere? Das ist so ein... Na, älter als du. So. Na, älter als ich finde ich jetzt nicht schlimm. Naja, deswegen okay. Würde ich auch Ja sagen, aber es hieß das jetzt nicht... Das eine schließt nicht das andere aus. Das stimmt. Aber er sollte jetzt nicht 50 sein. Okay. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Mal gucken, was jetzt kommt. Die Aufregung steigt, ich sehe es schon. Die erwartungsvollen Blicke. Oh nee, das ist eklig. Oh nee. Dann los, raus damit. Raus damit. Das ist eklig. Wir haben ja noch ein Nein. Gott sei Dank. Aber mal was. Sex mit Lebensmitteln. Wozu? Die schönen Lebensmittel. Wer hat sich diese Fragen einfallen lassen? Also es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und vielleicht findet ihr in der zweiten Folge euren Traummann. Die kommt am 30. Am 30. Januar kommt die zweite Folge Samstag. Ja. Uhrzeit 22.30 Uhr bis jetzt. Nicht genau, da wissen wir noch nicht. Wir danken dir, es war lustig, sehr unterhaltsam. Ja. Ja. Wir hatten Spaß. Und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Sekt. Wollen wir noch mal anschauen? Kommen wir komm, zum wir letzten Mal. Stoßen wir noch mal gemeinsam. Für die Kamera. Für die Kamera. Du machst zwar keine Werbung für Alkohol, nein. Aber Prost. Ist alkoholfreier Sekt. Prost. Und ich, oder wir verabschieden uns jetzt von euch. In 2 Wochen sehen wir uns wieder. Dann haben wir auch einen ganz, ganz interessanten Gast bei Querformat. Aber ich verrate natürlich noch nicht welchen. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Ja, wir trinken jetzt noch unseren Sektchen aus, essen noch ein paar Brezeln und sagen jetzt gemeinsam hier aus Leipzig, macht's gut und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüssi. Bye.